funky ass bassline. Jo, was geht? Wir sind zurück bei Skyrim und der hat uns doch geholfen. Ah, da seid ihr ja wieder. Es war gut, an eurer Seite zu kämpfen. Ja gut, wir haben nicht viel gekämpft. So schnell keiner vergessen, was? Ihr habt die Stellung infiltriert, das Ziel eliminiert und es wie einen Unfall aussehen lassen. Beeindruckend. Ich würde sagen, ihr habt euch eure Ich habe auf euch gewartet. Verdient. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sich gerade alle reden. Das hat sie. Wie lauten die Einzelheiten? Da die Ankunft des Kaisers im Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen. Verstehe. Gaius Maro wird sterben. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Cities. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ah, und eine letzte Sache noch. Ja. Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Okay. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen. Es ist ein besonderes Zeichen, dass ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Kennt ihr Gaius Maros Reiseplan? Nein. Darum solltet ihr ihm am besten folgen, wenn er Drachenbrügge verlässt. Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Wir wissen, dass es irgendwo im Außenposten des Penitus Oculatus einen schriftlichen Reiseplan gibt. Ja. Es wäre natürlich sehr günstig, wenn ihr euch den besorgen könntet. Okay. Dann... Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt ihm das Urteil von Cities. Wir wandeln im Schatten. Mal schauen, ob wir auch die Bonusmission diesmal schaffen. In einen der großen Städte vernichten. Jetzt verstehe ich auch langsam, wir schwächen damit den Kaiser, damit wir später den Kaiser töten können. Ne? Ich bin auch nicht der Schnellste, ja. Aber ich töte Menschen. Der Dolch gefällt mir auch. Den will ich auch haben. Vielleicht kriegen wir zum Schluss der dunklen Bruderschaft. Wow, so eine geile Waffe. Ja. Zweimal wäre das schon richtig geil. Alles klar. Da war wahrscheinlich noch dich. Optional Stilgeil, das machen wir, ja. Einsamkeit. Ja. Ein Troll. Verletzte Trolle regenerieren zwar ihre Gesundheit, sind aber anfällig für Feuer. Feuer. Ja, die schauen schon krass aus. Die Trolle. Mit drei Augen. So. Ach, ich bin müde. Ja, manchmal dauert der Ladebildschirm ewig. Ist der Wahnsinn. Der dädrische Prinz Hirkain ist auch als der Jäger der Prinzen und der Vater der Tiermenschen bekannt. Er ruft die sogenannten... Jetzt haben wir wieder... Oh Mann. Weißt, bei jeder Stadt kommst du vor die Tür. Aber nein, bei Einsamkeit
Kommst du hinter die Tür? Irgendwie will mich das Spiel ärgern, ne? Aber egal. Ich freue mich heute. Heute treffen wir uns alle von Sandwich Games und da machen wir ein paar Mario Kart. Wird lustig. So. Jetzt bräuchten wir unser Pferdchen. Ach, ich habe ja kein Pferd mehr. Ich habe sie umgebracht. Gut. Wie weit müssen wir denn zu Fuß latschen? Ja, ist schon eine kleine Wegstrecke. Vielleicht können wir hier irgendwo ein Pferd entwenden. Ausleihen sozusagen, ne? Zack. Ja, da ist eine Kutsche. Jetzt schauen wir mal. Da sind Pferde. Hallöchen. Oh, mich juckt's jetzt direkt am Rücken. So. Ja klar, das scheiß Pferd sieht mich. Zack. Ja, uns sieht keiner. Und weg sind wir. Aha. Ja, der Bogen schaut schon cool aus. So mit dem Köcher. Ja, jetzt habe ich auch ein Pferd. Wieder mal. Bis es sich gegen mich wendet. Oh Mann. Ich nenne das Pferd jetzt Horst. Aber der kann auch nicht lang laufen. Aber besser als zu Fuß laufen. So, was sind das für eine Tatze hier oben? Ein Kompass. Jetzt habe ich echt schon kurz gedacht, jetzt kommt ein Drache. War ich wieder sprachlos. Nein. Wollen die mich verarschen hier? Ruhig bleiben. Oh, das ist eine Eisdrache. Friss. Scheiße. Oh, der ist fällig. Ja, schon mal heilen hier. Wo ist er denn? Pferd, wo bist du? So, jetzt aber. Komm, lande. Boah, wie weit ist der Kegel jetzt? Land mal hier runter hier. Wo ist eigentlich mein scheiß Pferd? Da vorne steht. Es soll uns helfen. Allein bin ich schwach. Ja, was wird's denn werden? Der Drache verliert an Leben. Was ist denn hier los? Ich habe geheime Helfer. Jetzt lande. Na ja gut, dann schießt man halt ab. Ist auch cool. Komm. Wem greift der an? Das verstehe ich jetzt nicht. Na komm, jetzt sehen wir gleich nur, das Pferd greift an. Zack. Ja, ich hab ihn getroffen, ne? Da kämpft wer gegen den Drachen. Nein! Dummes Pferd. Steig ab, du Arsch. Ey, Wahnsinn, ey, gegen Drachen habe ich so dermaßen Probleme. Ich schäme mich selbst sehr dafür. Komm, komm. Einfach mal schnell zuhauen hier. Verlieren wir eh keine Ausdauer. Aber unser Einhändig hat sich verbessert und wir haben einen Level Up. So, jetzt danken wir dem Fremden mal hier. Hallo, werter Reisender. Ein Hallo. Troubadour und ein wandernder Taucher.
Zu Ihrem Dienst. Niemand muss etwas unternehmen. Was, wer, was, wie hier? Abenteuer und voller Liebe. Ja. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Hey, der kann uns was mit Redekunst beibringen. Huh. Ist der denn wirklich? Der greift da schon wieder an. Ein scheiß Bär. Du hast mein. Wo ist Rudder? So ein scheiß Bär. Wie er wegfliegt. Der Dover-Bär ist das. So, mach mal. Wirklich am Maus geschaut, scheiß Bär, ey. So. Oh, ich will doch nur zu dem scheiß Typ den umbringen. So, die wiegen noch sehr viel, ne? Müssen wir bald wieder in unser Häuschen. So. Wer bist du jetzt? Talskar, der Reisende. Da haben sie einen kleinen Übersetzungsfehler. Hallo, mein Freund. Was macht ich ihr draußen? Ich beobachte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Ja, also ah. Sozusagen sowas wie ein Barde. Ausdauer. So. Schauen wir mal, wo ist denn Schleichen? Hä? Es macht sich selbstständig. So, jetzt habe ich wieder die Kontrolle. Meuchelklinge. Lautloses Abrollen. Das machen wir jetzt mal auch hier. Langsam. Ja, ich will noch ein bisschen Redekunst, ne, wenn es billig ist. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tane eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Gott, es gibt extra eine Akademie. Jetzt habe ich wieder kein Pferd. Pferdefell. Ja, ich glaube, ich stehe unter einem Fluche. Ich darf nicht mit Pferden reisen. Können wir jetzt eigentlich Magie? Wie haben wir da jetzt... Schreie, ne? Da wir haben ja 3 Drachenseelen, ne? Wirbelwind, der Tuum greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden noch jemanden verletzen. Schrei und deine Stimme wird zum Bote des Untergangs. Der Rüstungswert und Lebenskraft eines Gegners schwächt. Ja, dann machen wir mal das. Verwende eine Drachenseele. Achso, aktivieren X. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, cool. Mal schauen, wie lange das anhält hier. Ja, nicht lang. So. Tun wir wieder unerbittliche Macht rein. Ist doch ein bisschen stärker. Wie weit haben wir es jetzt geschafft? Ach, haben wir eh schon. Über die Hälfte. Da ist eh schon das Dorf, oder? So ein kleines Kind mit einer Ziege, mit einem Bock, ne? Drachenbrücke. Vater, ihr macht euch zu große Sorgen. Hier wird nichts passieren. Dann. Das weiß ich. Den müssen wir töten. Trotzdem alles, was ich euch gesagt habe. Und da schauen wir mal rein. Hallo. Ich setz mich nur Glaub mal. Mir, wir haben einander nichts zu sagen. Ja, ich auch nicht. Ich entspanne nur. Jetzt können wir hier stehlen. Moandas Einsamkeit, Kaiserturm. Also das nehmen wir mit. Moandas Abend, Einsamkeit, Schloss.
So. Ich will gar nicht schleichen. Wo ist der? Jetzt warten wir mal 5 Stunden hier. Ob er dann noch da ist. Jetzt müsste er in Einsamkeit sein, oder? Nicht? Ein Windhelm ist er jetzt. Ja, dann tötet man halt im Windhelm, oder? Hm? So. Viele Einwohner Windhelms fürchten aufgrund einer aktuellen Mordserie um ihr Leben. Ja, jetzt mit einer mehr. Was soll das schon ausmachen, oder? Ob du beim Schleichen unbemerkt bleibst, hängt von mehreren Faktoren ab. Unter anderem kommt es auf die Sichtlinie deiner Gegner, das Gewicht deiner Rüstung, deine Schnelligkeit und zu guter Letzt deine Schleichfertigkeit an. So, ich bin immer noch ein bisschen geplagt vom rauen Hals. Was dauert denn das schon wieder so lang? Hoffentlich kommen wir jetzt in die Burg rein, genau. Jetzt dachte ich, der ist nicht mehr hier. Als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. So, wir müssen ihn jetzt bei Tage töten. Weil wenn wir jetzt warten, dann kann es sein, dass der wieder weg ist. Versteht ihr? Aber da ist schon eine Wache, die uns sieht. Wir schleichen jetzt einfach mal hinterher. Palast der Könige entdeckt. So, geh irgendwo in eine kleine Gasse und du wirst sterben. Gut, der patrouilliert nur hier. So, wir werden jetzt versteckt. Und die da drüben, ne? Dann haben wir wieder Kopfgeld. Das will niemand. Komm, geh da rein. Können wir unser Schleichen noch ein bisschen skillen hier. Jetzt muss ich ja 50 rauf. Dann können wir abrollen. Ich speichere jetzt mal vorsichtshalber ab, falls wir jetzt gleich von der Wache massakriert werden. Okay, dann geh weiter zu so einem Typen hier. Einst geehrter. Jetzt ist er nicht mehr geehrt. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee, bis man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Verdammt. Genau, geh da lang. Nicht da lang. Okay. Hier kann man nicht abgreifen. So, dann warten wir halt noch mal ein bisschen. Noch ein bisschen, vielleicht bis Nacht ist, oder? So. Dann schauen wir mal. Wo ist er? Hallo? Ah, da. Muss ich mal schon ein bisschen gucken. Ah, er ist ein Riften ist er. Da, wo die Diebesgilde wohnt. Das, wo übrigens unsere nächste Gilde sein wird. Das sind meine zwei Lieblingsgilden. Mit den anderen Gilden konnte ich nie was anfangen, so mit der Kriegergilde oder so. Ich bin halt nicht so der Kriegertyp. Ich war schon immer so ein entweder Schurke oder Magier oder so. Schon bei World of Warcraft. Das Kriegersein, das habe ich immer Winter überlassen. Er war mit dumpfen Schlägen auf dem Kopf immer froh, ne? Ich wollte lieber schleichen und keine Schläge auf den Kopf kassieren, ne? Aber der Winter wollte das so, ne? Stimmt's, Winter? Du hast immer Kloppe kassiert und ich hab zugesehen und gelacht. So, wo ist hier eine Wache? Ach, du bist eine Wache. Ich hab nichts vor, ich will nur mein Brot schneiden. So, perfekt. Was denkt ihr, was ihr da macht? Lassen wir die Spiele. Komm schneller.
Okay, gegen Wachen haben wir eh keine Chance. Ich dachte, der schleicht jetzt nach hinten an und zack, Kehle durch. Aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Ich glaube, wir haben eh, genau, nicht automatisch gespeichert. Ja, ich dachte jetzt wirklich, der hat bei Riften automatisch gespeichert. Sonst speichert er jeden Scheiß, aber nicht Schnellreisen hier. Nö, das sieht das Spiel gar nicht ein. Ich will jetzt noch in dieser Aufnahme den Scheiß Typen hier killen. Boah, das sind überall Leute, ey. Was machen die in der Nacht? Wir bräuchten noch so einen. Haben wir noch so einen Trank des Volltreffers? Schauen wir mal, was wir für Tränke haben hier. Gift aus der Senken, Gesundheit senken. Das könnten wir ja hier nehmen mal dann. Anfälligkeit für schwaches Gift aus der Entzündung. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 5. Okay, das ist scheiße. Wundertrunk der Gesundheit. Zaubertrank da. Zerstörung des Krieges. Einhandwaffen für 60 Sekunden lang 20% mehr Schaden. Okay. Der hat mal einen des Volltreffers. Okay. Ja, dich müssen wir nicht töten hier. Ich probiere es jetzt mal mit einem Bogen. Mit einem. Nicht mit Eisenpfeil, sondern mit Nordpfeilen. Die anderen haben wir ja nicht mehr, anscheinend. Schade. Die Elfenpfeile waren das, glaube ich. Jetzt braucht man nur ein ruhiges Plätzchen. Zack. Im Busch sieht mich niemand. Hallo. Ich schleiche nur, weil ich's kann. Ich glaube, ich speichere jetzt hier trotzdem mal. Ich glaube, wir werden gleich wieder niedergeschnetzelt. So. So können wir auch schleichen skillen. Ist dann perfekt für die Diebesgilde auch. Lalala, es fällt überhaupt nicht auf. Bisschen rückwärts rennen hier. Oh. Schade. Der soll irgendwo so in ein geheimes Eck hier reingehen. Aber auch von da oben irgendwo rausballern. Oder jetzt. Die Gunst nutzen. Zack. Gut, der hat. Ich weiß nicht. Er wird mich verschonen. So, wo haben wir denn getroffen? Also so leicht wird's nicht. Es wird schon wieder hell, was ist denn da los? Das ist eine Dame. Zurückbleiben, Bürger. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich den Kaiser töten. Es kann verdammt gefährlich sein, allein zu reisen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich dachte, den können wir irgendwo reinlocken. Aber anscheinend nicht. Und da muss ich euch vertrösten. Wir werden ihn erst nächste Folge töten. Aber wir haben ja eh einen Drachenkampf hier. Er will anscheinend nicht rausgehen. Oh, jetzt. Dann sehen wir uns morgen wieder bei Skyrim. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.